Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Spyro. Ja, im letzten Mal haben wir Aquaria gemacht. Komplett abgeschlossen. Ja, Spyro, geht sich was zurecht. Wir schauen mal kurz. Wir haben bisher ja, Götzenquelle, Kolosse, Herikos und Aquaria auf 100% abgeschlossen. Sommerwald fehlen noch 10 Edelsteine plus eine Kugel. Hier fehlt eine Kugel und 26 Edelsteine. Und bei Sonnenstrand fehlen uns 2 Kugeln und 29 Edelsteine. Ja, wir werden dann erstmal jetzt heute in das Fliegeland gehen. Als erstes. Dann werden wir den ersten Endgegner besiegen. Und dann werden wir das Klettern lernen. Und dann wieder zurückkommen. So, Ozeanstrecke, auf geht's. Ist ja Gott sei Dank nicht mehr so wie früher. Autsch. Irgendwo gegen knallt mal wieder. Ja, ich muss diesmal mit meinem alten Mikrofon aufnehmen. Ich hoffe, man hört den Unterschied nicht allzu sehr. Aber, ja, es kann mir ja vorkommen, dass das Klacke wieder gehört wird. Für diese Session. Ich hoffe eigentlich, dass es nicht so sehr ist. Okay, wir müssen doch noch einsammeln. Alles klar. Irgendwie weiß ich nicht genau, wie das hier funktioniert. Also wann, ja, wie es funktioniert schon, aber wann was kommt. Ich weiß auch, dass man auf den Strecken halt noch rennen kann. Für allgemein kann Spyro nun rennen. Abwärts hier. Oh Gott. Was haben wir jetzt auch schon so? Ich glaube, hier gibt es sogar noch eine Kugel, die man sich holen kann. Vorsicht, Flero flieg! Wie lange haben wir noch? 12 Sekunden. Und diese Boote sind echt fies. Weil die halt richtig tief am Fahren sind. Ich will halt nicht ins Wasser. Ey! Okay. Haben trotzdem nicht erreicht, aber okay, wir haben die Boote nicht erwischt. Nach den Bögen. Man soll die Bögen zuerst machen, dann die Boote, dann den Wagen, dann die Ringe? Alles klar, machen wir das so. Aber wir sind noch voll weit weg von den Booten, oder? So wie ich eigentlich jetzt gegangen bin, war doch eigentlich die beste Möglichkeit, oder? So fand ich es jetzt. Probieren wir dann nochmal. Erst die Ringe diesmal. Erstmal die ja, Torbögen. Dann die Boote. Die Boote sind echt fies. Na, wie das hier richtig fies ist. Das ist doch. Mann! Spyro! Der kommt echt nicht durch. Autsch! Wie soll das denn funktionieren, Alter? Also diese Bögen sind richtig schwierig. Ich werde erst, doch erst die Rundbögen machen und dann erst, keine Ahnung, die Torbögen vielleicht ganz zum Schluss. Ich habe gehofft, dass es vielleicht ein Tick schneller geht, aber okay. So, auf die Wa- Und das funktioniert nicht ganz so. Man soll eigentlich fliegen, aber. Ein Auto noch. Hey. Wo sind wir denn? Oh, wir sind cool. Wow, Spyro. Das war sehr tief. Eigentlich haben wir das Wasser schon komplett berührt. So, machen wir so rum. Müsste, gleich kommt wieder dieses schwierige Tor. Das ist echt nicht leicht, das eine Tor. Ey. Man muss jetzt tief und dann relativ zügig wieder hoch. Nee, doch tief. So, jetzt fehlen uns nur noch
Die Boote. Die schaffen wir wahrscheinlich wieder nicht. Nee. Also die Boote müssen doch relativ früh gemacht werden. Alles klar. Super. Das lief sehr gut. So, wir fangen an mit den Booten an hier. Willst du die auch mal haben? Mairo, nicht zu tief. Boah. Ein Boot noch, dann haben wir die. Wow, 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 Spyro hoch. Hui, 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 hui. Das war... Okay, wir haben zumindest mal die Boote, ne? Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Weg da. Runter. Ah, Mann, Spyro, fliegt doch weiter. Tiefer. Spyro, was machst du denn? Boah, Spyro ist manchmal richtig unbeweglich. Kann man das echt so sagen? Ja, kann man. Okay, als erstes doch die Rundbögen. Als erstes müssen die Rundbögen einfach gemacht werden. Eiskalt. Die Boote dauern zwar lange, aber sie sind machbar. Wenn man es im Laufen schafft, ist das hier auch schnell gemacht. Nicht zu tief. Zwei Boote noch und wir haben super Zeit. Ich will noch nicht zum König hier. Okay, und jetzt dein. Wir haben genügend Zeit. Hoi, endlich. Wieder Ewigkeiten gedauert. Fliegen ist echt nicht so meins in dem Spiel mittlerweile. Im alten war es noch einigermaßen in Ordnung. Also in Teil 1, aber in Teil 2 wird es immer deutlich schwieriger. 12 Sekunden extra Zeit. Wir haben es erneut versuchen. Diesmal ist es ja egal. Diesmal haben wir keinen Zeitdruck. Dementsprechend können wir dahin fliegen, wo ich hin möchte. Weil wir haben insgesamt hier nämlich eine Kugel. Fliegen wir jetzt mal hier hin. Und kein Tag. Nein, 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 nein. Oh, wo ist denn der König hier? Spyro, dreh dich mal. War der König nicht hier drauf? Ich kann nicht höher fliegen. Ich kann nicht höher fliegen. Autsch. Der war doch hier. Du hältst dich bestimmt für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Ja, ich bin bereit. Okay, Spyro, das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf, wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, beginnt der Ring zu schrumpfen. Ja, ja. Ich bin doch gar nicht so hoch. Nur dranbleiben muss man. Obwohl ich den sehr gerne mal aus den Augen verliere hier. Er hat halt fliegen im Blut, ne? Wir sagen dir hier. Dann hat durch, verdammt! Verdammt, ich hab mich erwischt. Ich
oder? Doch, eigentlich schon. Na klar. Okay, Spyro, das ist... Ich habe nur den Ring nicht erwischt. Ansonsten war es bisher nicht so schwer. Das ist ja so gesehen das Ringfliegen... wie es gerade eben auch war. So, jetzt mit Schwung da rein. Nein, nicht erwischt. Verdammt, ich hab den nicht erwischt. Die sind in die Kurven, da muss man sagen, die sind nicht ganz so einfach. Kann ich irgendwie schneller fliegen als er? Ich glaube, wenn man den überholt, funktioniert es auch, oder? Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Wenn man es richtig überholen kann, kann man den da gar nicht. Warte, ich will direkt nehmen den. Kann ich den abfockeln? Wäre zwar richtig fies für Jäger. Hey, Jäger, abpacken. Ja, diesmal haben wir es. Dann geht's hoch hier. Wow. Bei Ruhe geht er noch. Gut, Glück gehabt. Easy hier. Wow. Ich muss immer wieder die gerade Linie finden. So, der. Wo geht's hier? Nicht der scheiß Weg. Alter! Jäger! Mach doch einen einfachen Weg. Okay, Update von Form 1 ist drin. Ja, Formel 1 wird erst ab der nächsten Ligasaison wieder erscheinen. Weil ich gerade dafür keine Zeit habe. Gute Arbeit, Spyro. Das war ein ausgezeichneter Flug. Danke sehr. Und danke für die Kugel. Es gibt aber hier kein Talisman. Okay, und jetzt bitte das Level verlassen. Einmal auf den Boden. So, beenden. Ab nach Hause. In den Sommerwald. Und jetzt geht's zum Endgegner. Bin mal gespannt, wie der nochmal zu besiegen war. Wie gesagt, das ist ja schon fast, glaube ich, 2 Jahre, 3 Jahre her. 2 auf jeden Fall. Wo ich Teil 1 gespielt habe. War ja da. Teil 1 war damals das allererste, was auf dem Kanal überhaupt erschienen ist. Von daher. Ja, von den Let's Plays, die wir angefangen haben, so angespielt oder so, war es jetzt nicht. So, auf zum Endgegner. Ich komme, Quash. Quash? Ist das Quash? Ist das Quash? Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Und es ist Verlies von Quash. Ab geht's. Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen, wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen? Wunderbar! Crash, geh und pack meine Sachen! Wir ziehen ein! Sagt Hallo zu eurem neuen König! Professor, schalt es ab! Schnell!
Oh Mann, ich sehe den Schalter nicht. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Quatsch, geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Gall! Was? Hol die Kugeln zurück! Au! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Lemmer.